So, sorry, ja, war kalt. So, genau, das war das Thema Gleichgewicht in gemischten Strategien. Und jetzt gehen wir nochmal weiter zu dem nächsten Punkt, nämlich sequentielle Spiele. Wenn Sie zurückdenken an die Einleitung, die ich zum Thema Spieltheorie gesagt habe, gibt es zwei Arten von Spielen oder Spiele kann man auch zwei Arten darstellen. Einmal als sequentielles Spiel und einmal als simultanes Spiel. Und hier schauen wir uns mal an, wie man ein Spiel als sequentielles darstellen kann, nämlich das Koordinationsspiel. Ne, daran haben wir ja eben schon. Was für Zutaten brauchen wir für ein sequentielles Spiel? Es gibt genau einen Anfangsknoten, nennt man auch Quelle oder Ursprung, je nach Lehrbuch. Ja, und das ist der Entscheidungspunkt des ersten Spielers. Bei uns in den einfachen Spielen hier ist das der erste Spieler. Manchmal ist dieser erste Spieler auch die Natur. Ne? Das ist, wenn das sind dann so Spiele, in denen die Natur quasi als erster Spieler entscheidet, was für Eigenschaften die Spieler haben. Ne? Aber hier nehmen wir mal an, der Anfangsknoten ist der Entscheidungspunkt des ersten Spielers, Spieler A. Was haben wir dann? Weitere Entscheidungsknoten, das sind die weiteren Entscheidungen von anderen Spielern. Wir sehen hier, Spieler B hat auch Entscheidungen zu treffen. Und zwischen den Entscheidungsknoten haben wir Äste, das sind die Verbindungen zwischen den Knoten. Ne? Das steht für die Entscheidungsmöglichkeiten. Sehen, dass wir das dann noch weiter aufdröseln können. Das heißt, wir haben hier Spieler A, der entscheidet sich für links oder rechts. Und davon abhängig kann Spieler B sich auch entscheiden für links oder rechts. Und wieder für links und rechts. Ne? Warum steht das hier zweimal? Naja, Spieler B ist entweder in der Situation, wo Spieler A links gespielt hat, oder in der Situation, wo Spieler A rechts gespielt hat. Ne? Deswegen ist das hier doppelt. Oh, sorry, gekrakelt. So, und jedes Spiel braucht auch noch Endknoten, also Endpunkte, wo das Spiel aufhört. Und dort stehen typischerweise die Auszahlungen. Ne? Denn jeder Endpunkt bezeichnet ja quasi ein ganzes Spiel. Dieser Punkt hier bezeichnet ja quasi die Strategienkombination, wo B L gespielt hat und A auch L gespielt hat. Ne? Diese Payoff-Kombination bezeichnet eine Strategienkombination, wo der B R gespielt hat und der A L. Okay? Der obere Payoff ist für A, der untere für B. Das ist eigentlich Usus, ne, dass man an die Endknoten die jeweiligen Payoffs dran schreibt. Man nennt diese Darstellungsform auch extensive Form. Und das, was wir bis jetzt gesehen haben mit den Matrizen, das nennt man Normalform. Und also man kann beliebig zwischen den beiden Formen hin und her schalten, aber für manche Konzepte ist es praktischer, die sequentielle, die extensive Form zu benutzen, wie wir gleich sehen werden. Was wir jetzt noch hier noch nicht drin haben, ist was zu den Informationen. Manchmal kann man auch Verbindungslinien ziehen. Man könnte zum Beispiel hier eine Verbindungslinie zwischen diesen beiden Entscheidungspunkten ziehen und das würde dann bedeuten, dass Spieler B hier nicht weiß, dass ob Spieler A links oder rechts gespielt hat. Ja? Das heißt, wenn hier so eine Verbindungslinie ist, dann heißt das, für Spieler B ist das eigentlich eine Entscheidungssituation, denn er weiß nicht, ob er links oder rechts ist. Ne? Das gibt diese gestrichelte Verbindungslinie an. Genau, das sind eigentlich die Grundzutaten für ein sequentielles Spiel. Ja, wie Sie sehen, wir sind beim Koordinationsspiel. Ne, die Payoffs stimmen überein. Wenn beide links spielen, sind wir bei 1-1. Wenn beide rechts spielen, sind wir bei 1-1. Und wenn sie nicht das gleiche spielen, haben sie jeweils 0-0. So, nochmal eine Pause.